Im 17. Jahrhundert brach in Moldawien der erbarmungslose Kampf gegen die scheußlichen Ungeheuer los, welche die Chroniken damals Vampire nannten. Nach dem Volksglauben sollten es unselig Gestorbene sein, die nachts aus ihren Gräbern stiegen, um Lebenden das Blut auszusaugen. Wer solch einem Vampir verfallen war, wurde selbst zu einem Vampir und damit zu einem Sklaven des Fürsten aller Vampire, des Dämons Dracula. Im fanatischen Eifer bezichtigten sich die Menschen gegenseitig. Brüder klagten ihre Schwestern an, Söhne ihre Väter. Und bevor die Verurteilten starben, wurde ihnen das Zeichen Satans in das verdammte Fleisch gebrannt. Das Eisen. Asa, Tochter des Fürsten Fjedor Weida. Das hohe Gericht hat dich der Hexerei für schuldig erkannt und dich zum Tode durch das Feuer verurteilt. Ich, dein Bruder, zweitgeborener Sohn des Fürsten Weida und Vorsitzender des hohen Gerichts, vollstrecke dieses Urteil. Aus unserer Familie seist du hiermit ausgestoßen. In verbrecherischer Liebe hast du dich mit deinem Vetter Jawotic vereint, der verdächtig ist, ein Dämon, ja vielleicht Dracula selbst zu sein. Du sollst verflucht sein, wie die abscheuliche Brut der Dämonen, und verdammt sein wie er in alle Ewigkeit. Auf ihr Gesicht schlagt jetzt die Maske des Satans, das Zeichen der Hexen. Ihren Körper verzehre das reinigende Feuer, damit sie für ewig ausgelöscht sei und ihre satanische Liebe die gerechte Sühne finde. Asa, deine Schwester, verfluche dich. Im Namen Luzifers sei verflucht. Ich werde dich immer verfolgen und dich peinigen. Du sollst weder meiner noch der Rache des Satans entfliehen. Die Elemente sind entfesselt. Hüte dich, schon in Kürze wird mein Fluch sich erfüllen. Hüte dich, Gryabi. Meine Rache fällt auf dich und alle deine Nachkommen, weil ich noch im Blut deiner Kinder und Kindeskinder für alle Zeiten weiterlebe und in ihnen wirke. Denn sie werden es sein, von denen ich das Leben zurückfordere, das du mir jetzt nehmen willst. Ich werde zurückkehren, das schwöre ich dir. Und meine Rache wird furchtbar sein. Oh. Thank you.
Wie einem teuflischen Befehl gehorchend, löschte der Regen die Flammen des Scheiterhaufens und die Verurteilte starb, wie auch Jawutitsch, ohne die läuternde Wirkung des Feuers. Die Menschen flohen von jenem verdammten Ort und die Glocken schlugen die ganze Nacht, um die bösen Geister zu bannen. Die Leiche von Jawutitsch, von dem man annahm, dass Dracula selbst in ihm gewesen sei, wurde auf dem Friedhof an ungeweihter Stätte begraben. Die Hexe Asa dagegen wurde in der Grabkammer der Schlosskirche beigesetzt. Kutscher! Wie weit ist es noch bis zur Kreuzung nach Bartholod? Gut 3 Meilen noch, Herr. Hier. Noch 3 Meilen. Wenn wir in Batteroth übernachten, sind wir erst übermorgen in Vinica. Ja, ja, das macht nichts. Das Wirtshaus dort ist wirklich ausgezeichnet. Da gibt es frischen Lachs und guten Wodka. Der Kongress beginnt ja übermorgen erst. Aber doch schon morgens um 8. Hoffentlich verpassen wir nicht die Eröffnungsrede. Die ist doch sehr wichtig. André, wann hast du deinen Doktor gemacht? Vor 4 Jahren. Seitdem bin ich bei Ihnen. Wenn du erst mal 30 Jahre Doktor gewesen bist, dann wirst du auch wissen, wie leer und einfältig das Kongressgefasel ist. Tja. Hey, Kutscher, halt mal an. Hey, brrr. Du kommst schneller zum Gasthaus, wenn du den Weg mitten durch den Wald nimmst. Der ist völlig versandet, den fährt keiner mehr. Ja, ich weiß schon, du hast bloß Angst vor Gespenstern. Ich fürchte mich gar nicht, nein, ich war im Krieg gegen Napoleon, aber ehrlich gesagt, ich würde lieber noch mal gegen diesen verdammten Napoleon kämpfen und gegen seine Soldaten als gegen Gespenster. Vielleicht gibt dir das etwas Mut, also los, nun fahr schon. Aber den Weg durch den Wald. Ja. 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 Was ist das? Ach, nichts. Es ist der Wind, weiter nichts. Was ist los? Was gibt's? Waren lauter Gespenster, Herr. Da hinten sind sie gerade verschwunden. Diese Gespenster sitzen wahrscheinlich in deinem Kopf. Trink nicht so viel. Los, weiter. Hier! Hier! Warum fährt er jetzt so schnell? Vielleicht wegen des Trinkgelds oder aus Furcht. Verdammt nochmal, ausgerechnet hier muss mir das passieren. Das kommt vom zu schnellen Fahren. Hilf mir, wie komme ich jetzt bloß weiter? Ist die Achse gebrochen? Nein, nein, das Rad ist bloß abgesprungen. Ich hoffe, ich kann es selber wieder aufsetzen. Also mach. Es ist wirklich ungemütlich hier. Und dieses Geheul dazu. Ja, es kommt von dort her. Gehen wir mal hin. Was kann das bloß sein, Professor? Ich weiß auch nicht. Das klingt sehr merkwürdig. Daher kommt das Heulen. Der Wind streicht durch die Pfeifen dieser alten Orgel hier. Wo bleiben Sie denn nur? Wir kommen gleich. Hoffentlich ist das Rad in Ordnung. Thank you.
hier liegen sie alle beieinander. Alle, die einstmals zum stolzen Geschlecht der Fürsten Weida gehörten. Mehr als 1000 Jahre Kampf, Hass und Liebe. Und jetzt sind sie nichts als Staub in diesen Sarkophagen. Von ihnen blieb nichts als die Erinnerung zurück. Auf all diesen Steinsärgen ist die Geschichte der Weida eingemeißelt. Maske. Sie wurde den Hexen damals aufs Gesicht gepresst. Zum Zeichen ihrer widerlichen Natur. Und warum das Fenster im Deckel des Sarkophages? Man glaubte, dass Hexen wieder auferstehen. Und daher soll das Kreuz da immer durch das Grabfenster sichtbar sein, um die Hexe zu bannen. Unglaublich. Hey, hallo! Meine Herren, wo sind Sie denn? Ich werde alleine nicht fertig. Ich brauche Ihre Hilfe. Kommen Sie, sonst müssen Sie zu Fuß gehen. Der Bursche fürchtet sich bloß. Geh, hilf ihm. Ich möchte mir das hier noch näher ansehen. Ja gut, ich bin auch lieber draußen. Ich finde es hier unten so bedrückend. Geschossen. Sieh mal hier, André. Dieses Untier hätte mich fast umgebracht. Seltsam, wirklich seltsam. Meistens meidet doch dieses Nachtgelichter die Menschen. Gehen wir, Professor. Ich finde, dass es hier unheimlich ist. Jetzt verstehe ich auch, warum sich unser Kutscher so fürchtet. Warte mal. Professor, Sie haben sich ja verletzt. Ah ja, macht nichts. Hab kaum was gemerkt. Es blutet etwas. Vielleicht habe ich mich an den Stacheln der Maske gerissen. Als ob sie uns anblickt aus ihren leeren Augenhöhlen. Gehen wir. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Ich bin Professor Koma Kruvajan. Und das ist mein Assistent, Dr. André Gorobek. Ich war gerade im Park und habe einen Schuss gehört. Wer hat geschossen? Ich habe geschossen. Mich hat ein Untier angegriffen. Bitte entschuldigen Sie gütigst, dass wir uns erlaubt haben, die Kirche zu besichtigen. Wir waren der Meinung, es wäre eine Ruine. Es hat uns fast geheimnisvoll hineingezogen. Hier ist alles so dunkel und mysteriös. Weil alles verfallen ist. Mein Vater,
Der Fürst Weida hat befohlen, dass nichts mehr in der Kirche erneuert wird. Er glaubt, dass in der Kirche Unholde hausen und fürchtet, dass der Teufel... Meine Herren, ich bin fertig. Wir können weiterfahren. Wir kommen, sofort. Bitte entschuldigen Sie, es wird Zeit, dass wir gehen. Wir wollen noch bis Batoroth und dort übernachten. Bitte verzeihen Sie unser Eindringen. Es war mir eine große Freude, Sie zu treffen, Prinzessin. Ich hoffe, Sie wiederzusehen. Danke und ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt in Batoroth. Sie hat dich verzaubert, hm? Diese Traurigkeit in ihren Augen. Und was soll das? Ah, ein Andenken an die Hexe. Stimme, die er stirbt. Das sind Wölfe. Jetzt weiß ich, wieso seit Tagen kein Wild mehr zu sehen ist. Nein, das muss was anderes sein, was da heult. Nur heulen Wölfe nicht. Der Greif auf dem Bild hat sich bewegt. Konstantin! Katja, seht doch mal! Der Greif hat sich bewegt! Wie meinst du das? Er saß aufrecht. Jetzt wirkt er wie tot. Aber Vater, das ist doch nicht möglich. Doch, ich weiß es genau. Du hast recht, Papa. Der Greif saß stets aufrecht. Katja, ich finde, du lässt dich viel zu sehr von diesem Bild da beeindrucken. Und das nur, weil du dieser Urahne sehr ähnlich siehst. Fühlst du nicht, wie in diesem Bild etwas seltsam Mysteriöses liegt? Ein tiefes, unergründliches Geheimnis? Ich habe mich davor immer schon gefürchtet. Katja! Es überläuft mich kalt, wenn ich es sehe. Vielleicht hat Konstantin doch recht. Ich bin etwas überreizt. Reden wir nicht mehr davon.
Aus dem Kamin bläst ein eisiger Wind, der mir bis in meine Knochen geht. Es wäre sicher besser, wenn du schlafen gingest. Du hast so müde Augen. Ich weiß nicht, was es ist, Kind. Ich bin so unruhig. Geht jetzt. Ich möchte allein sein. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nein, warte. Du bist schon viele Jahre hier, Ivan, nicht? Ich bin hier geboren, Euer Gnaden. Heute ist Grigori-Tag. Du kennst doch sicher den Fluch, der auf dem Schloss liegt, nicht wahr? Heute vor 200 Jahren wurden durch Urteil des Inquisitionsgerichts unsere Vorfahren, Prinzessin Asa und ihr Geliebter, wegen Hexerei zum Tode verurteilt. 100 Jahre später war am Grigori-Tag ein furchtbares Erdbeben. Dabei stürzte die Kirche ein. Und die Deckplatte des Grabes der Hexe Asa war zersprungen, als ob sie aufstehen und an den Lebenden Rache nehmen wollte. Und tatsächlich verstarb in dieser Nacht die Prinzessin Marsha auf unergründliche Weise. Sie war ein hübsches Mädchen und sie sah der Hexe Asa sehr ähnlich. Sie war gerade 20 geworden. Wie Katja. Und Katja sieht ja auch sehr ähnlich. Es ist, als ob sich die Hexe immer die schönsten Mädchen unserer Familie als Opfer aussucht. Es ist wie ein Fluch, der auf unserem Hause lastet, diese immer wiederkehrende Rache der Hexe Asa. Ich habe Angst, Ivan. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, Herr. Das Kreuz wird euch schützen. Auch wenn sie Rache nehmen wollte, so wird das Symbol des Kreuzes sie immer daran hindern. Ihr müsst es immer tragen, es bannt die Hexe. Ja, das werde ich tun, Ivan. Der Gedanke an das, was damals an diesem Tag geschah, hatte mich nur etwas verwirrt. Bitte trinkt jetzt, sonst wird der Tee noch kalt. Der Teufel! Der Teufel ist da drin! Ich habe den Teufel gesehen. Das bedeutet Unheil. I won't be afraid. They won't win. They cannot win against the symbol of Christ. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Oh, Sie haben wirklich recht. Dieser Wald ist wunderbar. Mir ist es, als ob ich alle Leute umarmen könnte. Na, dann fang mal auf dem Schloss damit an. Ich habe den Eindruck, dass du da jemanden besonders gern umarmen möchtest. Eine ausgezeichnete Idee. Ich stärke mich noch mit ein paar Gläschen. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ich glaube, du gehst lieber schlafen. Im Traum kann man Prinzessin viel besser erobern, mein Freund. Und außerdem müssen wir morgen sehr früh aufstehen. Na bitte, also dann nicht. Ich werde für 6 Uhr wecken bestellt. Nein, nicht nötig. Ich mache das schon, André. Ich will jetzt bloß noch ein paar Schritte an die frische Luft gehen. Bitte, gute Nacht. Gute Nacht. Und Vorsicht vor den Fledermäusen da draußen. Und du fall nicht die Treppe rauf. Nein.
nicht. Immer dasselbe mit dir. Geh jetzt melken. Nein, Mutter, du weißt, ich habe Angst in den Stall. Wer soll denn sonst melken gehen? Ich habe viel zu viel zu tun. Entschuldigen Sie bitte. Finden Sie nicht auch, dass es eine Schande für ein so junges, kräftiges Mädel ist, sich zu fürchten? Sie will nicht in den Stall zum Melken gehen. Aber da gibt's doch nichts zu fürchten. Doch, Sie müssen nämlich wissen, unser Kuhstall liegt nah beim alten Friedhof. Vor den Toten braucht man sich doch nicht zu fürchten. Die wollen nichts weiter als ihre Ruhe haben. Ja, also, da hörst du's. Komm schon! Nun mach endlich, Sonja. Beeil dich. Du solltest dich schämen, Angst zu haben. Heute gehe ich noch mal, aber morgen nicht mehr. Olga. Schön ruhig, Olga. Hast wohl auch Angst wie ich. Wie das heult. Thank you.
Ich bin gefeilt vor dir. Katja, hör mich doch. Nein. Wo kriegen wir einen Arzt her? Zurück! Weißt du es? Ja, ich habe eine Idee. Heute Nachmittag habe ich im Park einen Professor getroffen, der wollte mit seinem Assistenten nach Batorot. Wecke schnell, Boris. Er soll sofort anspannen. Bin schon da, gnädiger Herr. Was ist denn? Fahre sofort nach Batorot und bring den Professor her, der dort im Wirtshaus abgestiegen ist. Ja. Professor Kovarjan? Ja? Mich schickt die Prinzessin Weida. Ihr Vater ist plötzlich schwer erkrankt. Sie bittet euch, sofort zum Schloss zu kommen. Ja, bitte. Ich komme gleich mit. Ich will nur noch im Gasthaus Bescheid sagen. Das habe ich bereits erledigt. Man hat mir dort gesagt, wo ich sie finde. Dann also los. Yeah!
Hey, warten Sie doch, nicht so schnell. Dich gewartet. Jetzt bist du da. Ich brauche dich. Sieh mich an. Sieh in meine Augen, Kruvajan. Komm näher. Wenige Tropfen deines Blutes haben genügt, um mir das Leben wiederzugeben. Aber ich brauche noch mehr von deinem Blut. Komm, küsse mich. Küsse mich. Du sollst von jetzt an wie ich Dracula angehören und ihm als Vampir zu willen sein. Es ist mir unbegreiflich, warum Boris noch nicht zurück ist. Er muss jeden Augenblick kommen. Der Teufel war es. Er kommt sicher wieder. Was hat er nur, Konstantin? Er fantasiert im Fieber. Katja, nur das Kreuz wird uns noch retten. Heute ist dieser verfluchte, unselige Tag. Thank you.
Sie haben mich rufen lassen. Ja, mein Vater ist plötzlich krank geworden. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Das ist meine Pflicht. Sie können gehen. Was hat er nur, Herr Professor? Es ist ein Herzkrampf. Er muss sich irgendwie aufgeregt haben. Wir lagen bereits in tiefstem Schlaf. Da hörten wir plötzlich, wie er laut aufschrie. Als wir beide herunterkamen, saß er aufrecht im Bett und hielt mit ausgestrecktem Arm dieses Kruzifix hier, als ob er damit irgendetwas bannen oder abwehren wollte. Sie müssen es verstecken. Wenn er es sieht, kann es nur schlimmer werden. Asa, aus dem Dunkel, das uns umklammerte, sind wir endlich befreit. Ich, Dracula, werde dir helfen, deine Rache zu vollenden. Ich werde dir Katjas Leib bringen. In ihren Adern fließt, wie einst bei dir, das Blut deiner Familie. Das Schicksal erfüllt sich, Asa. Du wirst weiterleben in ihr. Du wirst auch sonst genau sein wie sie. Und ich komme dann zu dir, so wie früher. Bitte geh schlafen, Konstantin. Papa ist jetzt ganz ruhig. Nein, nein, Katja, ich bin nicht müde. Gehen Sie ruhig beide schlafen, es geht ihm besser. Oh mein Gott, die Hunde, unmöglich das zu ertragen. Ivan, kannst du nicht endlich die Hunde zum Schweigen bringen? Sofort. Also bitte geh, Konstantin, ich bleib hier. Aber... Ich ruf dich, wenn's nötig ist. Na gut, dann geh ich. Was ist denn? Hm? Warum seid ihr denn so aufgeregt? Sie sind doch hier? Ich habe gedacht, es ist besser, wenn ich hier wache. Gehen Sie ruhig schlafen, Prinzessin. Es ist richtiger, wenn ein Arzt bei Ihnen ist. Aber Sie brauchen doch auch etwas Ruhe. Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Prinzessin. Ich bleibe hier. Er schläft ganz fest. Das wird ihm gut tun. Ja, sicher. Die Krise ist überwunden. Sie können ganz beruhigt sein. Aber jetzt ist es Zeit, dass Sie schlafen gehen. Sie brauchen unbedingt Ruhe. Herr Professor, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll. Lassen Sie mich bitte rufen, wenn es nötig ist. Es wird nicht nötig sein, hoffe ich. Ihr Zimmer ist nebenan, gleich am Gang. Gute Nacht und nochmals vielen Dank. Gute Nacht. Katja! Was ist? Papa ist tot! Nein!
Professor Kurayan! Professor Kurayan! Nein, Katja! Nein, bleib hier! Katja, geh nicht hin! Professor Kurayan! Professor Kurayan! Ich bin es, André. Der Professor ist nicht da. Nicht da? Nein, er wurde in der Nacht noch zum Schloss gerufen, weil der Fürst plötzlich schwer krank geworden ist. Und er ist bis jetzt noch nicht zurück. Aber warum hat er mich denn nicht mitgenommen? Vielleicht, weil er wusste, dass Sie bereits schlafen. Meine Tochter hat die Kutsche gesehen, mit der er abgeholt worden ist. Haben Sie ein Pferd für mich? Aber natürlich, kommen Sie. Ich reite zum Schloss. Ihr werft nur noch den Korb mit der Wäsche ins Wasser. Spielt woanders. Hallo! Hey! Ist das hier der kürzere Weg zum Schloss? Ja, geradeaus bis zum Kreuz und dann links durch den Wald. Hey, ich hab's ja gleich gesagt. Jetzt habt ihr mir die Wäsche ins Wasser geworfen, dass ihr auch nicht hören könnt. Passt auf, dass ihr nicht auch noch reinfallt. Geh zurück da, sonst rutschst du rein. Professor Kurayan! Wer sind Sie? Was wünschen Sie? Ich bin Dr. Gorobek. Ich habe gehört, dass Professor Kurayan heute Nacht hierher gerufen wurde. Ja. Ganz recht. Wir haben ihn kommen lassen, weil mein Vater plötzlich schwer erkrankt war. Er versprach, die Nacht bei ihm zu bleiben, aber er ging dann doch weg. Hätte er meinen Vater nicht hilflos zurückgelassen, dann würde mein Vater vielleicht noch leben. Ich finde das Benehmen Ihres Kollegen einfach unverantwortlich. Sie haben durchaus recht. Es ist mir auch unverständlich. Ich bin sehr verwundert und mache mir Gedanken darüber, denn wissen Sie, ich kenne Professor Kurayan sehr gut. Ich verstehe es nicht. Es muss irgendwas Schlimmes passiert sein, fürchte ich. Dafür spricht auch, als ich das Wirtshaus verließ, war er noch nicht zurück. Noch nicht zurück? Bitte kommen Sie. Um Gottes Willen, das ist ja Boris, der Kutscher vom Fürsten Weiger. Den erkennt man ja kaum wieder. Sieht völlig verändert aus. Wie kann das nur passiert sein? Vielleicht war er betrunken, ist dabei ins Wasser gefallen. Wir müssen sie hier wegbringen. Ja. Wo ist Ihr Zimmer? Kommen Sie. Wasser, schnell bitte. Ja. Wir haben Boris gefunden. Er ist tot.
Er lag unten am Fluss. Er sieht wie vom Teufel besessen aus. Er ist kaum wiederzuerkennen. Sein Körper ist völlig blutleer. Mir ist ganz schlecht geworden. Ja, grauenvoll sieht er aus, als ob ein Vampir ihn umgebracht hätte. Ruhig, sprich nicht so laut. Es ist besser, wenn die Herrschaften nichts davon erfahren. Der Fürst ist plötzlich verstorben. Ivan, was ist los? Boris ist tot, gnädiger Herr. Die Bauern fanden seine Leiche unten am Fluss. Stimmt das, Mathieu? Ja, gnädiger Herr. Es sieht ganz grauenhaft aus. Sein Gesicht ist aufgequollen und die Augen stieren einem an, als wenn sie noch sehen könnten. Und wo ist die Leiche? Auf dem Kirchhof, in der Totenhalle. Wir haben sie dorthin gebracht. Hey, du! Komm mal her. Ich? Ja, mach schon. Hast du wirklich die Kutsche gesehen, mit der Professor Kobayan ins Schloss geholt wurde gestern Nacht? Ja, gnädiger Herr. Ich habe sie bestimmt gesehen. Ich kam aus dem Stall und als ich die Kutsche kommen hörte, habe ich mich schnell versteckt. Auf dem Kutschbock saß aber nicht der Boris. Ich habe es genau gesehen, dass es nicht der Boris war. Es war ein anderer. Und zwar einer, den ich noch niemals gesehen habe. Bist du ganz sicher? Ja, gnädiger Herr. Ich gehe zum Dorf runter und sehe mir den Boris mal an. Und du kommst gleich mit. Ich hoffe, dass du mir noch mehr erzählst, Sonja. Alles, was du weißt. Du verstehst mich hoffentlich. Du darfst nichts verschweigen. Aber nein, gnädiger Herr, ich werde euch alles erzählen. Ja, ja, ist ja gut. Geht jetzt nach Hause. Die Herrschaften brauchen Ruhe. Die Sache mit Boris wird sich schon aufklären. Das ist er. Ja, das ist er. Wer ist das? Der Mann, von dem Professor Kobayan gestern Abend abgeholt wurde. Ich schwör's, gnädiger Herr, ganz bestimmt war er das. Ich erkenne ihn genau wieder. Er saß auf dem Kutschbock. Ich habe ihn deutlich gesehen, weil der Mond schien. Das glaube ich nicht. Ach, das ist doch weiter nichts als pure Fantasie. Der Mann auf dem Bild soll plötzlich auf einer Kutsche sitzen. Wenn das so weitergeht, werden wir noch alle verrückt werden. Bitte beruhigen Sie sich. Ich gehe zum Dorf runter und komme morgen wieder. Sie dürfen nicht verzweifeln. Warum bleiben Sie nicht heute Nacht hier bei uns, Doktor? Ja, ich möchte Sie auch darum bitten. Es würde mich sehr beruhigen. Seltsam. Es ist unglaublich. Er ist auf genau dieselbe Weise gestorben wie der Fürst. Diese Bisse am Hals lassen nur eines vermuten. Es muss sich um ein Tier handeln mit scharfem Gebiss. Ich bin Arzt und bin gewohnt, nüchtern zu denken. Doch hier, wenn ich nur wüsste, wo Professor Kobayan ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein so pflichtbewusster Mann wie er seinen Patienten im Stich lässt und einfach weggeht. Ich war noch schnell im Wirtshaus, um zu fragen, ob er Nachricht hinterlassen hätte. Aber nein. Und am meisten gibt mir zu denken, dass die Wirtstochter erklärt hat, auf einem Bild diesen Mann zu erkennen, der den Professor gestern Nacht mit der Kutsche abgeholt hat, um ihn zum Schloss zu fahren. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ein Mann auf einem Bild, sagen Sie, Doktor? Ja, ja. Auf dem Bild neben dem Kamin. Es ist über 200 Jahre alt. Meinen Sie etwa das Bild von dem Mann in Schwarz mit dem Greif auf der Brust? Ja. Wieso? Und nichts. Gar nichts. Ach ja, Fürst Konstantin bittet Sie, für morgen die Totenfeier anzusetzen. Ja, wird geschehen. Ich werde alles vorbereiten.
Sie! Was ist geschehen? Warum sind Sie so aufgeregt, Prinzessin? In meinem Zimmer hat sich jemand versteckt. Oh. Hinter dem Vorhang stand er. Schnell hin! Ivan, du bleibst hier und bewachst den Ausgang. Dort, hinter diesem Vorhang da. Aber es ist niemand hier. Du hast dir das ganz sicher nur eingebildet. Aber nein, ich konnte seine Hand da im Spiegel ganz deutlich sehen. Ihr glaubt mir wohl nicht, aber ich habe die Hand gesehen. Ich habe sie ganz deutlich gesehen. Ach, glaub mir doch, Konstantin. Ich hole dir ein Beruhigungsmittel. Professor Kuvajan, Sie? Sie haben mich erschreckt. Aber wo sind Sie denn nur gewesen? Ich habe Sie überall gesucht. Ja. Verschwinde, André. Verschwinde von hier. Kümmere dich nicht um etwas, was dir Unheil bringen könnte. Sie waren nicht im Gasthaus. Und da habe ich Ihre Sachen hergebracht. Auch die Ikone. Das Heiligenbild. Ich versuchte gerade, die Schriftzeichen zu entziffern. Professor! Barber, Bruger! Man hat Ihnen das Blut ausgesaugt. Ja, ich möchte fast annehmen, dass... Beeilt euch! Bringt alles in den Saal. Ja. Richtet den Katafalk auf und zieht die Vorhänge zu. Hier, nehmt das auch mit. Sie sagen, er ist plötzlich wie ein Besessener weggelaufen. Ja, als ich ihm die Ikone zeigte, rannte er aufgeregt weg, ohne jede Erklärung. Aha. Es ist wirklich sehr schwer, den Sinn dieser alten cyrillischen Schriftzeichen zu deuten. Man müsste dazu den richtigen Schlüssel haben. Wenn Sie wünschen, werde ich versuchen, diesen Schlüssel in alten Schriften zu finden. Ja, bitte tun Sie das. Ach, bitte. Ja. Meine Schwester ist durch diesen mysteriösen Vorfall sehr nervös geworden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihr raten würden, im Interesse Ihrer Gesundheit hier wegzugehen. Ich habe schon versucht, ihr das klarzumachen, aber sie will nicht fortgehen. Sie glaubt es unserem Vater schuldig zu sein, dass sie hier bleibt. Prinzessin, ich hoffe, Sie nicht zu stören. Nein, ich fühle mich so hoffnungslos und einsam, Doktor. Sie dürfen nicht verzweifeln. Sie müssen doch Vertrauen haben zu sich selbst und zum Leben. Vertrauen zum Leben? Was ist denn mein Leben? Bitternis und Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob ein solches Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Here is the very image of my life. Look at it. It's being consumed hour by hour like this garden. Abandoned to a purposeless existence. If the hand of man abandons this castle, or even this earth, there is no reason why you should do likewise with your life and your youth. Gehen Sie weg von hier. Und Sie werden glücklich werden, Katja. Sie erlauben mir hoffentlich, so zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte Ihnen helfen, mit mehr Vertrauen in die Zukunft zu sehen. Ich danke Ihnen. Sie sind sehr freundlich, André. Aber ich glaube nicht, dass es jemals besser werden könnte. Ich habe in mir eine so große Unruhe. Fast ist es so wie eine Todesahnung, die mich bedrückt und mich Tag und Nacht beunruhigt. Ach, wenn ich doch so zuversichtlich sein könnte wie Sie.
Sie dürfen die Hoffnung nicht verlieren, Katja. Manchmal gibt es viele dunkle Stunden. Aber dann kommen für jeden von uns auch wieder einmal bessere Zeiten. Und über unserem Leben scheint wieder die Sonne. Oh, André, helfen Sie mir. Ich bitte Sie, André, helfen Sie mir. Sie waren sehr gütig und Sie haben mir durch Ihren Beistand sehr viel Kraft gegeben. Ich weiß, dass Ihr Herz noch viel zu sehr von Trauer erfüllt ist. Aber ich hoffe, dass ich... Ich danke Ihnen, André, für alles. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, sonst wäre das ganze Schloss abgebrannt. Merkwürdig. Ich habe von dieser Nische noch nie etwas gewusst. Doktor, der Vorhang hatte Feuer gefangen und als Ivan den Brand löschen wollte, hat er das Bild da zerstört und dahinter diese Nische entdeckt. Ich gehe mal hinein. Aber seien Sie vorsichtig. Ich kann nichts erkennen, es ist völlig dunkel. Diese Tür da scheint in einen Geheimgang zu führen. Seltsam. Dann hat mein Vater vielleicht doch nicht fantasiert. Seine letzten Worte waren wie eine Warnung. Er sprach von einem Geheimnis und von dem Mann da auf dem Bild. Dort habe ich die beiden Hunde in ihrem Blut gefunden, kurz nachdem Professor Kovajan verschwunden ist. Kommen Sie. Ivan, ist es besser, wenn du hier bleibst und aufpasst, dass sich die Tür nicht wieder schließt. Aber halt dich bereit, falls ich rufe. Ja, Herr. Ähnliches Bild hängt doch oben in unserem großen Saal. Ja, aber das hier ist die Hexe Asa. Die Hexe Asa? Woher wissen Sie das? Natürlich, es sind dieselben Züge der Frau, die im Sarkophag liegt, in der Krypta. Bitte halten Sie mal. Vorgestern hat sie noch in dem Steinsarg gelegen. Halb verwest. Jetzt sieht sie aber aus, als ob sie lebt, Doktor. Sie atmet ja. Kommen Sie weg. Das gibt es doch nicht. Oder der Satan hat seine Hand im Spiel. Ich muss sofort den Popen holen. Laufen Sie nach oben ins Schloss und bleiben Sie bei Katja. Lassen Sie Katja keinen Augenblick allein. Gehen Sie über die Treppe da. Von dort aus kommen Sie direkt in die Sakristei. Sagen, dann kann es nur das teuflische Machwerk von Dracula sein, dem Fürsten der Vampire.
Und Jawutitsch, der Geliebte von Asa, war niemand anderer als Dracula selbst. Kommen Sie, wir müssen an das Grab des Verfluchten, bevor es zu spät ist. Diese Maske hatte die Hexe vor dem Gesicht. Wie kommt diese Maske hier auf den Friedhof? Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Werfen Sie sie weg, wir müssen an Draculas Grab. Dort links. Dort, wo die Erde aufgewühlt ist. Das muss das Grab sein. Wir müssen es öffnen. Wenn wir Dracula in diesem Grab finden, dann können wir uns für immer von ihm befreien. Dann wird er nicht mehr aufstehen, um als Vampir seine Opfer zu suchen. Kruvajan. Gestern hat er noch gelebt. Ich habe ihn doch selber gesehen. Ja, er hat noch gelebt. Nein, es war nur sein Scheinbild. Aber wie kann das möglich sein? Ich habe doch selber mit ihm gesprochen. Und er hat sich bewegt. Weil er ein Opfer Draculas ist. Er war schon tot, doch als Vampir konnte er sich wie ein Lebender bewegen. Sehen Sie, das ist der Beweis. In seinen kalten Adern ist vampirische Lymphe. Aber wir werden ihm helfen. Wir werden dafür sorgen, dass seine Seele Frieden findet. Aber wie können Sie das tun? Nur so, wie es auf der Ikone geschrieben steht. Das wird ihn erlösen. Der Zauber ist gebrochen. Jetzt wird er für immer in Frieden ruhen. Kommen Sie, Doktor. Jetzt müssen wir handeln. Schnell zur Hexe. Das Blut Ihres Freundes hat Sie zum Leben erweckt. Sie versucht, neue Opfer zu finden. Sie braucht Nahrung, Doktor, sonst erlöschen ihre dämonischen Kräfte. Sie ist weiter auf der Suche nach menschlichem Blut. Gehen wir, ehe es zu spät ist. War auch der Fürst ein Opfer? Ich fürchte, ja. Aber wenn, ist er ein Opfer von Dracula. Die Hexe hat die Krypta noch nicht verlassen. Sie ist zu schwach. Sie lag auf dem Steinsarg. Ja, aber ihre Kräfte werden wachsen, wenn sie das Blut eines weiblichen Wesens... Von Katja! Trinkt. Ja, Katja ist in Gefahr. Sie darf keinen Augenblick mehr allein sein. Laufen Sie zu ihr. Bleiben Sie bei ihr und vor allem passen Sie auf, dass niemand in Ihre Nähe kommt. Und noch etwas. Schicken Sie mir Konstantin. Ich werde mit ihm zur Hexe gehen und ihr das Auge ausstechen. Es muss vor Sonnenuntergang sein. Konstantin! Ivan! Ich fürchte mich so.
Eine Verfluchte fließt in meinen abgestorbenen Adern. Die Bande zwischen uns sind für immer gelöst. Oh. Zurück! Nein! Sie ist für Arthur bestimmt. Für Arthur? Dir, Katja, wird sich die Rache Asas erfüllen. Dein Blut wird Asa zu neuem Leben verhelfen. Konstantin! Ivan! Mach doch auf! Bringe ich dir die, auf die du gewartet hast, Asa. Durch sie wirst du neues Leben erhalten und deine Freiheit. Katja! Konstantin! Wo seid ihr? Von dir nehmen. Katja! Jetzt wird sich meine Rache an dir erfüllen. Mit jedem Blutstropfen, den ich dir nehme, fließt Leben in mich zurück. Ich werde wieder jung. Und du fühlst du, wie du alt wirst, wie du verfällst. Nicht gewusst, dass dein Leben dem Teufel gewidmet ist. Und dass du für diese Stunde geboren wurdest. Aber gefühlt hast du es nicht wahr. Du hast es geahnt und dich gefürchtet. Du hast geahnt, dass dein Leben und dein Leib mir gehören. Und dass sich an dir meine Rache erfüllen wird. So zu werden, wie ich es von Anfang an deine Bestimmung gewesen. Deine Seele ist verdammt dazu, keine Ruhe zu finden. Fast wärst du durch die Liebe eines Mannes von diesem Fluch erlöst worden, aber die bösen Kräfte haben mir geholfen und jetzt wirst du durch meinen tödlichen Biss von den Klauen der Dämonen erfasst und Draculas Dienerin sein wie ich. Ja. Komm. Oh.
Konstantin! Lassen Sie mich, ich bin verloren. Retten Sie Katja. Verlieren Sie keine Zeit. Meine Schwester ist in Gefahr. Versuchen Sie, Katja zu retten. Katja, ich habe sie überall gesucht. Ich habe solche Angst um sie gehabt. Ja, die Hexe will mich umbringen. Bitte beschützen Sie mich vor ihr. Unternehmen Sie etwas, bevor es zu spät ist. Vernichten Sie sie. Ja, Katja, ich werde sie vernichten. Fürchten Sie sich nicht. Und ich weiß auch, wie ich es tun muss. Sehen Sie nicht hin, es ist zu grausam für Sie, Katja. Schnell, gehen Sie weg von ihr. Was ist denn? Die Hexe hat ja ihr Kreuz. Wie kommt sie zu dem Kreuz? Ich verstehe das nicht. Es ist doch... Kommen Sie, ich... Nein! Ich bin Asa und nicht die Frau, die du liebst. Katja liegt dort. Ich habe sie vernichtet und ausgelöscht. Deine Katja. Ich habe Rache an ihr genommen. Ja, sie war in unserer verfluchten Familie die Letzte. Und jetzt sieh mich an, André. Komm her und sieh mich an. Ja, senke deinen Blick in meine Augen. Gleich wirst du mir zu Willen sein. Sieh mich an. Jetzt wirst du genauso wie Kobayan meine Lippen berühren. Komm her, André. Wo ist die Hexe? Das ist die Hexe Asa an der Mauer da. Sie ist es. Lasst euch von ihrem Gesicht nicht täuschen. Die Hexe hat sich in Katja verwandelt. Sie hat ihr das Blut ausgesaugt. Reißt ihr den Umhang ab, dann seht ihr's. Haltet sie! Schon vor 200 Jahren sollte die Hexe endgültig vernichtet werden. Ein Sturm hat es damals verhindert. Heute ist der Tag gekommen, an dem die Reinigung vollzogen wird. Die unschuldigen Opfer waren es, die den Dämon in ihr besiegt haben. Warum? Warum musste mir durch diese Hexe mein Glück genommen werden? Katja, ich wollte sie beschützen und ich kam zu spät. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht begreifen. Ich werde nie mehr Frieden finden können. Nie mehr, solange ich lebe nicht. Katja, so entstellt und vernichtet. Bewegt sich.
Katja. Katja.